Schon als sie die Plakate für diese Show angeklebt haben, da gingen die Leute dran vorbei und haben gesagt, was denn, Mary? Lebt die noch? Endlich im Kino. Was soll diese ganze Jugendwahn? Heute ist heute. Und man soll der Vergangenheit auch nicht immer hinterher trauen, oder? Es sei, es handelt sich um einen straffen Busen. Oder einen wirklich guten Liebhaber. Aber wissen Sie, was der Unterschied ist? Den straffen Busen, den hat es tatsächlich mal gegeben. Ich feiere mein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Und das im Alter von 29 Jahren. Sie hält immer die Hand vom Mund, wenn Sie lachen. Haben Sie wegen Renovierung geschlossen da oben? Die heutige Jugend, einen Stress. Und dann leben die noch in einer Gesellschaft, in der anscheinend jeder Spaß daran hat, jung zu sein, nicht? Und ich denke schon die ganze Zeit immer, was haut mir da ins Auge? Und dann sagt man ja auch immer, dass sich Männer und Frauen in Jahren der Partnerschaft immer ähnlicher werden. Also das glaube ich ja überhaupt nicht. Dann müssten ja viel mehr Frauen mit Hängebauch, Bart und Glatze rumlaufen. Ja, es gibt ja Männer, die sagen, warum überhaupt heiraten, wenn man Papagei schon für 500 Euro bekommt. Ich habe ja überhaupt keine Probleme mit dem Älterwerden, außer vielleicht beim Parken, weil das Gehirn nachlässt. Und da brauchen Sie gar nicht so gehässig lachen hier vorne. Ich will Ihnen mal was sagen. Ich habe es gar nicht nötig, mehr hier zu stehen. Ich kann mich auch dahin stellen. Mary, schillernde Zeiten. Endlich im Kino.